Genau, sie kann sie nicht gut kontrollieren. Sie hat die Fähigkeiten zu beschwören, aber sie kann es nicht ordentlich kontrollieren. Deswegen erscheint random ein riesiges Tentakelmonster und fängt sich alle weiblichen Charakter des Spiels weg. Ja, diese Tentakelfetisches. Nein, dich bekämpfe ich jetzt nicht. Haha. Wo ist die verdammte Kiste? Ich hatte eine Kiste. Ah, Zwischensequenz. Did you talk to the princess? Ich merke gerade, dass das Spiel schon wieder mitten in den Gesprächsoptionen von dem vorigen Gespräch geschnitten hat. Yeah. Anyway, cheer up. Sure, I will. It's like when you're feeling gloomy. It throws me off my game too. Go back to your usual self, okay? Yeah, and what's that supposed to mean? Das bedeutet, dass du mehr Stoff besorgen musst, Junge. Sie will auch was davon abhaben. It's my job to chew you out when you're just slacking off, remember? But I've been praising you all day. Where's the fun in that? Fine, fine. Still, you went through a lot today. You'll pull yourself together though, right? If I catch you sneaking a nap somewhere, you're gonna be punished something fierce, got it? What's your answer? Melissa, thanks a lot. Die beiden führen auch, wie es ausschaut, eine sehr interessante Beziehung. We're back to this again? You're like a little brother to me, Juto. We're family, right? I sure found myself a bossy sister. That reminds me, Juto. In the fight with a guardian, you broke your wooden sword, right? Ja, jetzt haben wir einen verdammten Stummel. Oh, yeah. Well, I brought you a new one. No, you would. It's a little rough, though. Whittle it down later and use it. Sure. Thanks. Soll das einfach bedeuten, dass wir Holzschwert erhalten? Ist ein bisschen roh, du kannst es später zurechtschnitzen. Soll das aber bedeuten, dass wir unsere Waffen später im Spiel individualisieren können? Das würde ich ja mal richtig geil finden. Ah, Spitzhacke im Kopf. Immer noch nicht existent. Wo ist denn die verdammte Kiste? Die Nordarmee wird nächstes Mal sicher eine noch größere Streitkraft schicken. Wir haben keine Chance, mit so wenigen Leuten gegen sie zu bestehen. Ich werde Molotow-Cocktails herstellen. Die kann man weiter werfen. Das werden wir brauchen. Wenn die Barrikade brechen und die Nordarmee hereinströmt, werden wir sie damit angreifen. Ich weiß nicht, wie viele wir in so kurzer Zeit herstellen können. Aber versuchen wir unser Bestes. Deshalb muss jetzt Schießpulvergras gesammelt werden. Es sind rote Blumen, die hier wachsen. Sei sorgfältig beim Pflücken. Wenn du zu langsam bist, werden die Pflanzen unbrauchbar. Vier Pflanzen werden ausreichen. Stelle die Vorbereitung auf die Invasion der Nordarmee! Molokow-Cocktails her. Besorge dazu vier Stängel Schießpulvergras und bringe sie zu Melissa. Die Pflanzen wachsen entlang der Küste. Gut viel Glück dabei. Wir sind in Eile. Also lass dich nicht ablenken. Pflanzen, die im Feld wachsen, können im Zuge von Minigames gesammelt werden. Wenn du dich einer sammelbaren Pflanze näherst, wird das Menü Sammeln rechts unten eingeblendet. Ernten! Wenn das Minigame beginnt, wird ein Timer oben auf der Anzeige gestartet. Drücke dann die A-Taste, bis der Pfeil die blaue Zone erreicht. Die Erfolgszone, wenn es dir gelingt, den Pfeil in die Erfolgszone, bis der Timer abgelaufen ist, hast du das Minigame gewonnen.
Alter. Schießpulvergras. Molotow-Cocktails, um die abzuwenden, nachdem sie die Barrikade durchbrochen haben. Was ist das bitte für eine Strategie? Viel besser, Leute. Stellt die Arbeiten ein, Leute. Wir werden den gesamten Bereich hier... Hier ist der Engpass. Hier ist der Engpass. Wir werden den gesamten Bereich jetzt hier verminen. Mit Fallgruben, die man nicht sieht. Und nicht zu vergessen, diese Schießpulvergras in Flammenlinien aufgereiht. Dann werden wir mit Bogenschützen diese Typen ausradieren, nachdem sie hier den Engpass getrieben werden. Gleichzeitig werden wir ihnen mit einer Feuersäule hier hinten den Weg absperren, sodass wir sie demoralisieren und zurückschlagen können. Wer ist mit bei mir dabei? Wer ist mit bei mir dabei? Mensch, die Typen können nicht strategisch denken. Gut, sammeln wir Feuergras. Schießpulvergras. Was ist denn das? Schießpulvergras, besorgt. Alter, wie der sich freut. Alter, wie der sich freut, dass er seinen Stoff wiederbekommt. Wie der sich... Yes, I did it! Ha, ja, mehr Stoff! Alter, die Zeugblöder haben großen Stoff, ey. Warum komme ich, bin ich eigentlich auf dieser verdammten Kiffermentalität, ey? Na, wahrscheinlich weil... Na, egal. Yeah, yes, Stoff! I did it! Dein Zeug! Yes, I did it! Okay. Ich habe genügend Stoff für unser kleines Tetale angesammelt, Melissa. Du hast erledigt, worum ich dich gebeten hatte. Gute Arbeit. Wenn die Nordarmee angreift, können wir sie mit Molotow-Kiff-Cocktails ausschalten, weil sie dann nicht mehr klar denken können. Wenn die Insel zum Schlachtfeld wird, werde ich sie bis zum bitteren Ende verteidigen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommen wird. Das bittere Ende kenne ich schon. 400 Erfahrung, 0 Sit. Nein, das Let's Play ist immer noch blind. Oh, I'm beat. Guess I'll get some rest at the old man's house. Was ist denn das? Das habe ich doch schon vorhin gesucht. Die Musik ist chillig. Das hör ich im Einschläfern. So, einmal überspeichern bitte. Fast 2 Stunden nehme ich schon auf und wir haben fast 1000 Sid Kramer. Ihr schon wieder. Lasst doch nicht ständig diesen Müll hier rumliegen. Ich glaube, ich bewege mich schon wieder in die falsche Richtung. Damit aufhören. Einmal hochfahren, bitte. Agro! Es tut mir leid. Ich weiß, Argo. Aber irgendwie ist das. Ist Agro leichter auszusprechen. Jetzt nicht euer Ernst. Bittlers Kiste. Jetzt ist echt nicht euer Ernst. Du Spacko, hast es nicht nötig, 10 Meter
Hier, guckst du an. 10 Meter zu gehen? Nein, der war es nicht. Dessen war ein anderer. Der da. 20. Okay, 20. Du hast es nicht... Du kannst... Hast es nicht nötig, 20 Meter zu gehen und das Ding selbst in die Kiste zu schaffen? Alter, wo bin ich hier nur hingeraten? Die Arbeitsmentalität auf diesem Laden ist total am Arsch. Total. Mission. Werkzeug erhalten. Ich dachte, wir sollten das in die Kiste zurücklegen. Und nicht die Kiste plündern. Ach so, ich darf. Dorfvorsteher. Juto, wie geht's? Ich gehört habe, dass du den Dorfbewohnern geholfen und aber dein Bestes gegeben. Ruh dich jetzt gut aus. Eine Pause machen. Noch nicht. Wahrscheinlich springen wir dann ins nächste Levelabschnitt. Das bedeutet wohl oder übel, dass alle Zwischenmissionen, die wir jetzt hier noch erledigen könnten, wegfallen werden. Ich überlege, wie spiele ich dieses Let's Play? Nehme ich einfach, versuche ich ihn 100% anzumachen und nein. Nein, das Let's Play ist blind. Ich spiele das so auf meine Art und Weise und im Moment möchte ich die Hauptquest folgen. Ach so, verstehe. Die Werkzeuge waren in dessen Kiste und wir hätten sie zu ihm runterbringen sollen. Ja, ist mir egal, dann wird die Mauer halt nicht fertig, dann kommen halt mehr durch. Das ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ist, so ist. Wäre cool, wenn es so ist, wohlgemerkt. Dann ruh dich gut aus, ich muss gehen, um noch ein paar Sachen zu erledigen. Flashback. Doch nicht, er schnitzt sich das Schwert jetzt tatsächlich zu. Was machst du darauf? Die verdammten Schießpulverblumen. Juto, hurry, it's not safe here. The northern forces have started their attack. Schon wieder? What's going on? Ja, warum ist denn das auf einmal so grünstichig? Just as I predicted. They caught wind of the Guardian and the southern forces' activities here and have come to attack. The Southern Forces and the Island Guards are getting ready to meet them. They are, huh? If I could use a real sword, I'd be of more use around here. Don't worry. We've been training for this day our whole lives. We won't die that easily. Du verstehst es, einen Mut zu machen, Mädel. So, I want you to focus on your own survival. Du verstehst es echt, einen Mut zu machen, Mädel. What about you? I'm gonna fight. I probably won't be of much use. But I'll fight too. It's too dangerous. Das haben die anderen auch gesagt. Warum erzählt mir hier, dass es so gefährlich ist? Maybe, but I can't just stand by and do nothing. I want to help you. All right. In that case, take these. Bandagen erhalten. 3-mal. Molotov-Cocktail. 4-mal erhalten. Falle. Falle? Soll das heißen, dass wir jetzt vielleicht doch strategisch arbeiten können in diesem Spiel? Das würde mich jetzt sehr... Let's go to the barricade on the shore. There's something I want you to help with. Sure. Kampf. Kampfmenü. Was haben wir denn hier? Eisauflage. Wo ist das denn? Fieber, Verbrennung heilen. Heilblatt, halt. Verbleibende um 700 LP. R. Ah, okay. Ich kann mich nicht bewegen in diesem Menü. Ich denke mal, dass Fallen bedeuten, dass wir eine Falle auslegen können. So, jetzt suche ich mir einen Speicherpunkt. Der Speicherpunkt ist da unten aber, oder? Naja.